Willkommen in Darmstadt gegen Bayer 04 Leverkusen. Darmstadt kennen wir, da gab es unglaublich viele Tore immer gegen Darmstadt oder für Darmstadt. Mal abwarten, wie das jetzt hier so läuft. An diesem 27. Bundesligaspieltag ist es auf jeden Fall sehr, sehr hart umkämpft. Momentan führt ja Mucke dank 3 Punkten. Tordifferenz ist gleich, aber man muss wirklich sagen, Nervenkitzel bis zur letzten Minute. Das ist hier unter der Woche garantiert. Gestern gab es alle 4 Bundesliga-Partien, heute eben alle 5 aus dem Oberhaus. Das heißt, wenn ihr da irgendwas verpasst habt, dann holt das ruhig nach. Auf unserer Webseite fifa-online-bundesliga.de findet ihr auch die Mediathek. Da habt ihr dann alle Videos parat. Außerdem die Analyse von den einzelnen Partien, die Zusammenfassung vom Spieltag, den News- oder Live-Ticker, muss man eher sagen, und so weiter und so fort. Die ganzen Statistiken auch zu Darmstadt oder Leverkusen. Klickt da rein, speichert euch das ab. In Zukunft wird dort auch das Tippspiel sein. So, Mucke, Leverkusen, lang nicht mehr gespielt. Nee. Zuletzt war ich mit denen ganz gut. Ja, ich hatte zuletzt Darmstadt und mit denen war ich ganz gut. Ja, das stimmt wohl. Da habe ich den Rekord mit den meisten Toren in einem Spiel aufgestellt. 8 ja. Stück hat noch keiner geschafft. Ich habe auch jetzt leider an diesem Spieltag einen neuen Rekord aufgestellt. In 2 Spielen in Folge ein Eigentor gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Also in der Statistik führe ich mittlerweile auch. Könnt ihr ja nachsehen, wie viele Eigentore ich insgesamt schon habe. Viel zu wenig. Fast so viele Eigentore, wie Muck an Toren hat. Es ist ein bisschen wenig hier. Yeah, hier schreit irgendeine Frau rum. Echt? Ja, ich höre hier eine Frau schreien. Yay! Woo! Oh Mann. Ah, der ist. Nee. Der ist weg. Wer ist an der Pfeife? Jascha Zurheide. Ach, Jascha. Das war schwach. Und das auch. Das auch. Oh, du bist doch. Ja, also bei Darmstadt muss man jetzt wirklich langsam, glaube ich, damit rechnen, dass die nicht mehr angreifen können in Sachen Klassenerhalt, dass sie da noch zurückkommen. Das sieht nicht mehr so aus, als wenn die das packen könnten. Nee, also da muss man, glaube ich, sich nur noch gut verkaufen. Ja. Sich schön verabschieden und vielleicht nächste Saison, übernächste Saison wiederkommen. Ja. Oh. Aber für alle Fans von Darmstadt, ich meine, in unserer Statistiksoftware stehen die Rekorde trotzdem drin, ne? Also genau. Der Verein wird da ja nicht gelöscht und die Highlights und alles. Das habt ihr dann immer als tolle Erinnerung, glaube ich, an diese Saison dann trotzdem noch. Genau, bis ihr 2018, 19 wiederkommt. Ja. So, halbe Stunde ist um, es ist noch nicht wirklich viel passiert. Nee. Gar nichts eigentlich, sind wir ehrlich. Was ist passiert? Ein Torschuss von Leverkusen. Ja. Es ist ein lahmes Spiel. Und rennt erstmal vorbei. Oh, oh. Ja, das war mal schön. Ja, da passt jemand auf. Abseits. Oh, oh, guck mal, selbst der wurde gehalten. Mann, das wäre immer ein Abseitstor gewesen. Super Kopfball, der war aber klar. Oh ja, das war die Chance! Oh. Den hat Leno natürlich sicher. Den auch. Ja. Dankeschön. Danke. Danke. Du Idiot. Ja. Also langsam kommt ein bisschen Schwung rein.
Und da sagt der Schiedsrichter, das ist mir zu viel. Mach mal schön, lahm weiter. Habe ich ein ruhiges Spiel. Die faule Sau Jascha. Ey, du hast sie doch nicht mal alle. Oh, aus der Drehung raus. Das war echt ein sehr übler Fehlpass. Oh. Also jetzt macht Leverkusen Druck. Ja, gut. Hä? Wie kannst du den denn noch herschenken? Ich kann alles. Oh, Gondorf ist aber schnell hier. Ja. Einfach den Körper dazwischen und schon war es das. Ja, jetzt hat man mal eine spannende Phase. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist wieder vorbei. Ja, das war gut. Den wollte ich so. Oh, da ist natürlich auch gar keiner, ne? Ja, seitdem man nicht mehr auf totaler Angriff spielt, ist das halt so, ne? Oh, hab ich seine Taktik verraten? Mist, verdammt. Nö, wieso? Das kündige ich ja auch immer so laut an. Guter Block. Hallo! Was macht der da? Schön gemacht. Dann springt man hoch, nimmt per Fallrückzieher den Ding und knallt den unter die Latte rein. Ja. Oh, jetzt dreh dich dann zumindest schnell um. Also das war an diesem Spieltag die schlechteste Halbzeit. Das würde ich einfach mal so zusammenfassen wollen, oder? Ja, du hattest einen Schuss aufs Tor. Noch nicht mal aufs Tor. Nee, nicht mal. Mucke mehr Möglichkeiten, aber die Werte müssen wir nicht durchgehen, weil das war einfach gar nichts. Also das ist jetzt hier nicht Bundesliga-tauglich, weder von Darmstadt noch von Leverkusen spielerisch. Das ist zu wenig. Da waren 5 gute Minuten waren von Leverkusen dabei. Ja. Aber das ist zu wenig, wenn man weiß, um was es hier eigentlich geht. Ja. Ja, gut, immerhin mal ein Pfiff. Och, Jascha, sehr ja. Schön bescheuert. Ja, die Ballsicherheit ist nicht da. Nee. Ja. Schön gemacht. Das war gut. Ja! Ey, jetzt. In der Luft weggehauen. Meine Fresse. Das nur gelb. Das war so brutal. Körperverletzung. Das war... Also, Polizei ist unterwegs. Ja. Oh, zu wenig. Guck mal, wie die 2 auf den Sack gehen. Ja. Ach, doch nicht dahin. Und tschüss. Oh, das war weit. Oh, das wusste ich. Ja, ganz stark gehalten. Ja, das war gut. Das war eine super Parade. Hut ab. Jetzt schreibt mein Telefon. Egal. Oh, das Netz hat gewackelt. Ist es was passiert? Deswegen schon der Anruf. Mucke, Gang runter. du bist schon zu viel. Du bist schon zu gut hier gerade. Ja. Oh, der läuft da vor dem Ball weg. Also das ist ja Sinn. Ja, genau. Super. Also Darmstadt hat, glaube ich, schon aufgegeben. Die Bundesliga abgehakt. Und sind mit dem 0-0 hier wahrscheinlich auch sehr zufrieden. Ja, hallo. Hauptsache nicht verlieren, so sieht das aus. Und jetzt lauf doch weiter, du. Ich muss den Kameramann da nicht grüßen. Willst du Selfie?
Ja. Das ist schwach, schwach. Torwart, naja, das kann man noch anders machen. Oh, schön, Heller. Hier. Hm. Ja, war schön für eine kurze Zeit. Oh, jetzt mal. Ja! Ja! Hä? Was hast du bloß nicht aufs, nicht aufs Tor schießen, ne? Nee. Hat er gut gemacht, hat er gut hinbekommen. Also nicht aufs Tor zu schießen. Ja, meine ich ja. Oh Gott, Gott, Gott. Schöner Block. Gut. Bloß nicht aufs Tor schießen. Oh, ey, das ist doch kein Zweikampfverhalten. Da hätte ich jetzt aber gepfiffen hier, Jascha. Ja. Also es ist wirklich aber schwach von Darmstadt hier. Aber auch von Leverkusen. Ja. Wir hätten wahrscheinlich wechseln sollen. Ich kam mit Leverkusen gut klar, du mit Darmstadt. Dabei hätten wir es belassen sollen. Jetzt! Oh, nein. Nein, aber wir wechseln ja immer. Ja. Gut gemacht. Ja. Naja, okay. Weißt du, sie versuchen sich ein bisschen daran zu kämpfen, aber dann, Torschuss, nö. Kommt die Angst. Angst. Ja. Man merkt es wirklich, man merkt es. Hier angeflogen. Naja. Das war das Highlight hier. Oder jetzt nochmal. Jetzt! Ach, nee. Warum sollte man auch schießen? Warum? Das weiß man bei Darmstadt noch nicht so genau. Weißt du, ich hab so doll gedrückt, ich habe im Prinzip meinen Finger hier gerade durchgebrochen. Ach. Gelb? Der guckt noch nicht mal hin. Nee. Oh, die letzten Minuten laufen schon. Hui! Das war mal eine gefährlich. Ja. Pass auf, du siehst dafür gleich wieder gelb. Ach, jetzt hab ich den rausgenommen, den ich gar nicht rausnehmen will. Kann ich hier wieder reinsetzen? Ja, muss einfach wieder auf den Namen klicken und dann wieder reinsetzen. Okay, puh. Oh, die letzten 5 Minuten laufen, vielleicht wird es ja mal wieder ein Unentschieden. Oh, ey, das hatten wir schon häufig genug an diesem Wochenende. Ja, das wäre das dritte, vierte. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Darmstadt bettelt jetzt darum. Oh! Gut! Was war denn das? Warum schießt er ihn denn weg? Nachspielzeit. Oh, das ist ein Arschloch. Gut gemacht. 3 Minuten. Ja, will da mal einer was machen? Jetzt! Oh! Wie kann er das abpfeifen? 0-0. Ich glaube, das ist die zweite Nullnummer jetzt am 27. Bundesligaspieltag. Ja, wir hatten Köln-Frankfurt auch schon mit einer Nullnummer. Ja. Na gut, okay. Es gab nur Karten in dieser Partie. Ich habe keinen einzigen Schuss aufs Tor. Doch, die anderen Werte. Naja, aber aufs Tor halt keinen. Nee, das ist schlecht.
Die anderen Werte könnt ihr alle auf unserer Webseite anschauen. Und wir haben noch zwei Partien offen. Wolfsburg-Freiburg und Mainz gegen Leipzig. Da gibt es dann hoffentlich wieder einen Sieger. Ich muss ja hier aufholen. Mucke nach wie vor mit 3 Punkten vorne. Wir sehen uns nachher. Tschüss.